Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf Edles Vibe mit dem Excel. Hallo. Ja, wie wir sehen, Kanten auf Finanzamt heute. Excel war beim Friseur. Und wir starten heute rein. Es gibt ein neues Video am, naja gut, ganz so neu ist es nicht, am 12.07. Moreider-Agrar. Sagt Oh, ihr dir was, der Bub? natürlich. Na klar, der Kleine, den kaum einer versteht. Das wird heute eine Herausforderung für uns. Also, schöne Grüße auf jeden Fall erstmal. Däumchen lassen wir natürlich da. Und schaut gerne vorbei, Originalvideos unten in der Videobeschreibung. Und wir starten direkt mal rein. Natürlich von Anfang. So, das ist der junge Kerl. Und der hat einen ganz anderen Dialekt. Jetzt haben wir es sehr ewig nicht mehr gesehen. Wir hatten erstes Video. Der hat wohl auch einige Zeit keine Videos hochgeladen. Da liegt wohl eine ganz schöne Ecke dazwischen jetzt. Wir haben ja den 8. Juni. Etwa Hüllefieren auf dem ersten Schnitt. Also vor dem, also nach dem ersten Schnitt bis vor dem zweiten Schnitt ist eh klar. Ja, wir haben zwei Vorsilo mit dem ersten Schnitt angefüllt. Eigentlich haben wir gemeint, das geht alles sein in den drüber, der war komplett leer. Und dann haben wir die Hälfte gehäckselt geholt und der Silo war voll. Also, so wie ich jetzt irgendwie verstanden habe, die haben wohl den ersten Schnitt gemacht, Ja, ist haben richtig. fürs Fahrsilo eingefahren Ja. und die Hälfte war gehäckselt, aber die Silos waren schon voll. Richtig. Ah ja. Haben wir kurzfristig das noch einplaniert. Das waren noch 3 Meter, was da drin waren. Haben wir schon einplaniert, dass wir gleich durchgefahren haben wegen. Und dann haben wir den auch noch angefüllt, wie man sieht. Und jetzt haben wir nur 3 Schnitte vor uns und wir haben keine Silo mehr. Also entweder Silo bauen oder wir müssen sich was anderes überlegen. Okay, also so viel wie ich verstanden habe, ist, die haben dann die letzten 3 Meter, die wo in dem einen Silo noch übrig waren, noch reinplaniert, haben das Silo voll Ja. gemacht, jetzt haben sie den dritten Schnitt noch vor sich, aber kein Silo mehr. Richtig. Und jetzt müssen sie ein Silo bauen oder gucken, was sie damit machen. Genau. Ja, Ja, das geil. war Ich bin egal. der, ich bin der Bayerisch, Ja, in Güllefahr Übersetzer. und der da, oder? Oh, er mag schon dir nicht. Aber kenn ich, Oh. fühle ich. Fühle ich, dieses Bild hatte mal jemand auf dem Traktor. Auf dem Fendt. Piss auf John Deere. Oh, das ist krass. Aber John Deere ist schon so der Mercedes eigentlich. Ne? So, also ich persönlich, weiß nicht, wie du das siehst, aber ich persönlich finde so John Deere und Fendt sind so die Mercedeser. Aber bitte mit schwarzen Felgen. Ja gut, also, ja davon abgesehen, aber also... So wie ich es mal gehört habe von den Bauern, das ist jetzt nicht meine persönliche Meinung, weil ich auch noch nie in Glas zum Beispiel gefahren bin, aber der sagt Glas weg, weit weg, Glastraktoren, außer Xerion, aber da natürlich macht es auch nur Sinn für Betriebe, die Xerion brauchen. Aber der sagt, also wo ich mich unterhalten habe, der sagt halt klipp und klar, Glas hat halt Häckseltechnik. Ne? Also Glas, ihre Häcksler, die sind top. Also die sind wirklich Bombe, aber der sagt, traktortechnisch wird er sie an eher weiter hinten ansiedeln. Der war so voll von John Deere und Fendt überzeugt. Ja, es kommt da. Gut. Obwohl er nicht ein Fendt auf dem Hof hatte. Wir müssen auch mal ganz ehrlich sein, ne? Jeder Landwirt hat so seine eigenen Erfahrungen mit den verschiedenen Produkten, sagen wir es Weißt jetzt mal. du, Ne? was auch wichtig ist? Man muss auch gucken, was regional für ein Händler bei dir angesiedelt ist. Na, Genau so das ist. ist nämlich auch Aber so da ein haben wir Ding. einige. Da haben wir einige. Wir auch, also wir haben auch, wir haben John Deere, Glas und Fendt, glaube ich, bei uns in der Nähe. Also wir haben auch schon dir, wir haben New Holland, wir haben Massey Ferguson und Fendt, aber in etwas weitere Entfernung. Naja, holen wir mal Denk weiter durch, rein hier. Jimbys! Aber ich glaube, das ist eh klar. So. Seht ihr eigentlich mal im Kopf? Übrigens, Excel kannst du mal dran gewöhnen, hast du im Wald dann auch Wir auf. haben da eben beide Ja, Silo angefüllt, aber so ist doch geil, quasi. frisch mich jetzt schon. Hat es aber hingehauen. Wir haben das erste Mal gehäckselt jetzt. Das ist das zweite Mal eigentlich seitdem, was wir die Vorsilos haben. Wir haben alles auf einmal gemacht, alle 20 Hektar. Bis auf das, ja, das waren 1,5 Hektar, die haben wir wegen früher gemacht. Weil wir einen Butterfly probieren wollten, ob das alles sich hinhaut. Ja, wieso habe ich eigentlich beim Mann und beim ganzen Silieren nicht mitgenommen?
Also nichts gefilmt. Ich war ziemlich krank. Ich habe 31 Grad Fieber gehabt beim Mann. Habe nicht unbedingt gut ausgeschaut, sage ich mal. Und das Reden war nicht unbedingt das Wahre. Das. Okay, also er war krank gewesen, so habe ich das jetzt verstanden. Er war krank, deswegen hat er nichts gefilmt und keine Videos gemacht, okay. Ja, mit 39 Grad Fieber, nö, ist schon. Also ist ja auch verständlich, Standard. Aber das Reden war auch nicht so, es war, hat er gesagt. Ja, genau. Ja, verständlich. Wenn man sich körperlich dann nicht so gut fühlt und vielleicht dann. Ja, nee, also das ist richtig. Aber ich verstehe ihn auch, wenn er gesund ist, sehr schlecht. Nein, aber ich verstehe ihn, doch recht gut, bin ich gerade überrascht. Aber es ist schon eine Konzentrations-Reaction. Also ich merke mal an, das ist gerade das erste Video, was wir aufnehmen, deswegen sind wir noch hochkonzentriert. Ja, das ist gehen lassen, aber ein Häckseln dann. War ziemlich stark, da die drei Tage eigentlich ziemlich krank da, den ganzen Tag isolieren. Aber naja, hat auch hingehauen, gestorben bin ich auch nicht. Und ja, jetzt ist eh wieder ziemlich eine Woche vergangen fast. Ja, so eine Woche bis jetzt her. Und jetzt tue ich eben da Gülle führen. Ich habe die Tage schon mal was geführt, dann haben sie 60 Liter drin gemacht. Kämen sind zwei. Ich meine, eh gescheiter wie 60, weil wenn es die 60 Liter da in zwei Stunden oben hat, dann schwimmt alles davon. Ja, genau. Und jetzt tue ich da ganz dünn Gülle führen, so quasi. 5 km/h. Da oben bin ich jetzt vorher schon gefahren, also das ist jetzt eine ganz dünne Gülle. Habe ich ja schon ein paar Mal verzählt, dass das da nicht ein wenig von allen stehe und das Waschwasser vom Milchstand ist. Woher weiß er jetzt? Ist ja alles freie Hand, oder? Ja, du fragst dich quasi, wo er jetzt langfahren muss, um zu wissen, wo er vorher schon war. Das siehst du. Das ist freie Hand, ne? Also macht er. Ja, das ist jetzt nichts mit GPS oder so. Nee, aber du siehst halt auch, wenn du Gülle fährst, du siehst halt auch. Ja. Wo du deine Spuren gezogen hast. Ja, gut, stimmt, ja. Deswegen muss aber ich glaube noch, ich hatte verstanden, er hat schon mal Gülle gefahren, dann hat es wohl 60 Liter geregnet auf dem Quadrat. Und naja, dann macht es halt wohl auch wenig Sinn, weil alles weggespült wird, ne? Ja, Gülle bitte. Was hast du? Gülle ein bisschen dünne, hat er noch gesagt. Gülle ist ein bisschen dünne, genau. Naja. Ich bin da umhergefahren, man sieht einen leichten Unterschied am Hang auf. Aber. Schöne Wiese aber. Das ist nicht nur, dass es wieder mal leer ist, weil die ist gestalt voll. Das will ich halt da unten ein paar Wachtel aus. Da bin ich, wir haben jetzt durchgezogen, weil wir den Grund jetzt auch dazu haben. Hauen, glaube ich, schon gesagt, weiß ich jetzt auswendig nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir da den Stick jetzt auch noch auf, weil wir haben es zuerst nicht da bis zu der Bronzen gehabt. Das ohne Stick hat man anderen gehabt, jetzt haben wir eben da Wisse. Da kann man jetzt sauber durchziehen. Genau. Er hat aber auch einen Slang, oder? Ja, es ist schon ein bisschen also, schwierig. Ich bin ja jemand, der Dialekte feiert. Ne? Also ich bin ja jemand, der hofft, dass auch in Deutschland noch ganz, ganz lange Dialekte geben wird, weil angenommen, wir würden alle Hochdeutsch sprechen, ich finde das total scheiße. Also, ne, so ein richtig schöner Dialekt, der hat immer was. Auf jeden Fall. Ne, klar. So, aber wisst ihr, wie ich meine? Also, gerade Sachsen, Thüringen, dann oben hier Dietmar, die Ecke, ne? Schwaben, also Blatt, Schwaben, Bayern und so weiter. Ich feiere das immer. Auch Bayern hat ja ganz viele verschiedene. Und so, und ich finde das auch, also, aber er ist halt krass. Also, er ist krass, finde ich. Muss schön anstrengend, das. Und auch in seinem Alter, ne? Ja, aber es ist ja gut, ne? Weil ich sag mal, das ist so, da hält die Wörter da noch hoch, ne? Ja. Mit der Sprache. Das wird. Ja, wir haben eben alles gehäckselt. Vorher war richtig viel. Wir haben Häcksler, Traumwestunde, haben wir gehabt, 5 Stunden 30. Also das hat richtig ausgegeben. Es waren auch richtig damische Malen. Im Nachhinein tut es mir leid, dass ich nicht mitgenommen habe, aber es ist einfach nicht gegangen. Mir ist es einfach nicht gut gegangen und deswegen, ja. Will nicht das letzte Mal sein, dass wir sie leert haben. Genau. Ja, mit meinem Ladewagen habe ich auch nicht recht fahren können.
da ist der Stecker vom Magnetventil kaputt gewesen. Der hat einen Wohlkontakt gehabt. Und jetzt sind das. Also den Ladewagen konnte er auch nicht so richtig fahren, weil was kaputt war, ne? Ich wollte es nicht gegangen, und der Messerball hat sich nicht einschwenken lassen und die Lichtdeichsel ist auch nicht niedergegangen. Das hängt alles ja auf den Zaun, das kann ich eh irgendwann nochmal sagen. Und jetzt haben wir da eher nicht fahren können, jetzt haben wir sie da in Schieber von unserem Lohnunternehmen ausgeliehen. Also, ey, der was mit Häcksel auch da war. Und jetzt haben wir halt alles mit Schieber gemacht. Nachhinein bin ich fast ein wenig froh, sag ich mal. Aber Wiese sieht echt gut aus, so oder? Viel Futter war, dann war man sich also die Wiese sieht echt gut aus, Alter. Dann war genau das selbe Schiff, was ich dann geholt habe. Ja. Also 68er. Ja, das hat eigentlich dann optimal gepasst. Moment, macht er jetzt hier zweimal drüber über diese etwas gelbe Stelle? Das sah jetzt so aus, oder? Ich glaube, er ist nicht weit, nicht unweit davon. Ja. Ein größeres Gespann, ich meine, der Ladewagen hat auch 40 Kubik. Schieber wird nicht recht viel mehr haben, aber. Ich glaube, er fährt zweimal die Stelle. Ist ein Strickbremsen bzw. Motorstaubbremsen schon geil. Habe ich leider da nicht. Strickbremsen könnte man fast noch aufbauen. Das war zumindest noch richtig cool. Weil da kann ich meinen Anhänger sauber herstricken. Brauche ich mir bergab und unten auch mit einer Vollfuhr auch überhaupt nichts zu denken. Das haut schon sauber hin, ja. Aber schon was irgendwie hin, was wird. Und was und wie es wird. In nächster Zeit mein Traktor. Gemacht habe ich mit einem neuen Butterfly. Habe ich ja schon erzählt, dass wir ihm einen neuen 8-meterigen Butterfly noch gekauft haben, jetzt den ersten Schnitt. Hat auch sauber hingekauft. Irgendeinen Butterfly haben sie gekauft oder so, ich weiß es Mähwerk, nicht. Mähwerk, Butterfly-Mähwerk, ja, damit ja. haben sie das gemacht. Wer denkt dann wahrscheinlich beim zweiten Schnitt zu sagen. Ja, wir haben natürlich jetzt schon überlegt, was wir tun mit den restlichen Schnitz, sag ich mal. Ich meine, wir sind allgemein schon ziemlich spät dran, jetzt da erster Schnitt und alles. Das heißt, wir werden sowieso nicht dafür machen. Fünfe gingen sie bei uns sowieso nicht aus. Und will man eigentlich auch nicht. Bringt in meinen Augen nichts. Da saugst Wiesen so viel aus, da musst du so viel nachgedungen und das, so viel Dung haben wir auch nicht. Und ja. Nein, auf jeden Fall. Ich verstehe es nicht, ich habe es nicht verstanden. Sorry. Es ging gerade darum, mit der, also wie oft mit den Schneiden allem drum und dran, die Wiesen sehen halt auch so nicht so gut aus. Was die Masse anbelangt und er meinte, glaube ich, auch, wenn ich das soweit richtig verstanden habe, dass das so gar nicht geht, weil sie so viel Dung auch nicht haben, um da wieder der Wiese was nachzubringen, weil ach so. Die Wiese braucht ja immer was, um stetig dann auch im Grün zu stehen. Okay. Wir werden wahrscheinlich einen Schnitt. Ja, und sie wissen halt nicht, wohin mit dem dritten Schnitt, ne? Ja. Ich denke mal mit einer Siloschlauchpresse machen. Das war zumindest dabei einmal der Plan. Ah, okay. War sicher auch mal zum Probieren. Sagen wir, ob es uns gemerkt. Einen Schnitt werden wir wahrscheinlich die Hälfte nochmal heilen. Also Kramat holen, Kramat. Brauchen wir eh viel, auch bei den Kalben und auch bei den Kühe. Als Lockmittel so quasi. Und das werden wir sicher nochmal 10, 12 Hektar was so herheilen. So wie wir das letzte Jahr da haben. Dann haben wir auch einmal da oben den ganzen Hang. Ist auch gut hanglastig ein bisschen das Ganze, ja? Ja, da hinten geht es ein bisschen hoch. Ja. Perfekt. Den zweiten bzw. dritten Schnitt. Da war es der zweite und drüben war es der dritte. Genau. Und einen Schnitt werden wir halt dann wahrscheinlich wieder komplett Bänke machen. Vierten Schnitt oder was, wenn es nicht mehr so ausgibt. Ein bisschen was werden wir auf den oberen Silo noch draufhauen, denke ich, kurz vorm Meißelieren, also vorm Meißelieren. Den Silo nicht nur mehr aufreißen müssen, sondern während dem Meißelieren, da kannst du hier noch 5, 6, 7 Fach kleine hauen. Wenn mein Ladewagen geht, richtig geil, ich habe den dann auch noch mal probiert. Aber ein Nachbar, der hat ein Futter verkauft und das habe ich ihm dann so einen Lohnunternehmer geführt, der was bei uns gehäckselt hat. Wenn man sich da jetzt ein bisschen auskennt. Und also ich wollte ihn eigentlich nicht probieren und er hat eh so viel zu einem Lohner gehabt. Jetzt habe ich heute Tag gar, was waren es, 4, 5 Fachtel gemacht.
war so geil. 18. Aber das ist kein kleiner Hof, ne? Denke ich gerade mal so. Nee. KMH voll schon geplant. Nee. Dann habe ich natürlich gleich. Schreibt, weil, Leute, ihr kennt ja, ihr kennt euch doch immer gut aus. Wie viele Hektar haben die? Wisst ihr das? Also schreibt mal ein bisschen was über. Ich kann mir vorstellen, einige verfolgen ihn von den Zuschauern. Schreibt mal ein bisschen was in die Kommentare. Wie groß ist der Hof? Was machen die so hauptsächlich? Das ist richtig und so geil und so angewirkt in der TV. Und ja, ich weiß, dass das nicht gescheit ist, aber ich wollte noch wieder mal ausprobieren in Ladewagen. Und schlucken tut er so richtig, aber also der knallt sich das schon richtig geil durch. Aber dann habe ich mit 18 km/h einen Knill gefressen. Und so schnell hat man nicht schauen können, ist der Traktor gestanden. Aber naja, wird man sicher noch. Also ich meine, die Erfahrung ist ja trotzdem noch nicht so da. Aber das wird ja auch einmal werden. Genau. Ja, was kann ich noch ein wenig erzählen? Ja, Ladewagen gefahren, ist auch geil. Werde ich sicher noch ein paar Mal öfter mitnehmen. Wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich gefahren bin. Gülle Cobra! Ja. Lecker. Ein kleines Gülle mal leer habe ich auch gehabt, die Tage, wie ich geführt habe. Jetzt habe ich den Schieber nicht zu. Voll Latterin. So. Ein kleines Gülle mal leer habe ich gehabt, jetzt habe ich mir da den Schnellkuppler ein wenig beleidigt. Ah, okay, direkt die Pumpe. Ah, ja, okay. Jetzt das wegfaucht, Alter. Weißt du, wo wir das bei dem einen gesehen haben hier? Ja, oh, wenn's, Alter, wenn's das wegfaucht, Junge, du bist so am Arsch, ey, ohne Witz. Vor allen Dingen, du stinkst halt noch ein paar Tage danach. Oh, also, scheiße, riecht lange. Oh ja. Es wird reingepumpt. Kann ich mir sagen. Ich hab schon mal Freitags gemacht. Würde interessieren, woher weiß man voll ist. Du hast nur eine Einzige. Dort oben links im Bild hast du Anzeige. Ach, ja. Also er hat sich irgendwie ein bisschen die Schnellkuppler ein bisschen versaut, habe ich mitbekommen. Ja. Boah, Alter, nee, das wäre mir nix. Wenn's das wegfaucht, ey, da hast du verloren. Aber der hat für sein Alter auch schon stattliche Geheimratsecken, ne? Ja, oftmals Käppi getragen. Die Kupplung da, oder? Die, was man da zugedruckt, bei der stationären Bomben aufgegangen. Und dann ist natürlich von Güllefasel Gülle wieder zurückgekommen, von der Bomben ist es auch rausgekommen. Jetzt hat es meinen Traktor angefüllt, das komplette Fasel, und ich war auch komplett voll. Ist mir auch noch nicht passiert, im Papa ist gerade das auch schon mal passiert, da ist auch die Kupplung aufgegangen, die hat es aufgerüttelt, keine Ahnung. Ist einfach passiert, hilft eh nicht. Hat alles so ein wenig gestanden und der Traktor drin stinkt eh immer noch. Deswegen tue ich gerade noch ein wenig auslüften, ist eher ein wenig gefährlich. Jetzt habe ich wieder ein wenig Respekt vor der Gülle. Aber naja, passiert halt auch die Besten, nicht wahr. Hat schon hingehauen. Ja, wie gesagt, die zwei Silo haben wir jetzt angefüllt, oder? Das ist natürlich mit Häckseln, bringst du in etwa 20% mehr in Silo rein. Das heißt, wenn wir alles mit Ladewagen angeführt haben, waren wir mal sowieso wahrscheinlich 12-13 Stunden gefahren, auch mit dem Jumbo Combiline da, der was bei uns im Main fährt. Und es waren wahrscheinlich beide Silos gestrott voll gewesen, also wirklich mit Kupfer oder wir hätten noch was gepresst. So ist sie das sauber ausgegangen, beide Silo angefüllt. Jetzt müssen wir es bis zum Meistersilo nicht noch mehr aufmachen. Ich glaube, bei der GoPro musst du umschalten, ob du Front, Mikro oder ich weiß nicht, welche GoPro er hat, aber du musst, glaube ich, es gehen, glaube ich, nicht beide Mikros gleichzeitig.
Du musst das in den Einstellungen, glaube ich, umstellen. Bei der 9 geht es aber. Die hat beide gleichzeitig aktiv. Ja, also Kommt es ja, aber auch kannst wieder du auch drauf einstellen. an. Ja, du kannst einstellen. Ja, klar. Ja, du musst es umstellen. Ja, natürlich musst du einstellen, ob du Beta haben willst oder noch vorne Nee, oder hinten. beide geht nicht. Dachte, ich bin mir jetzt nicht sicher. Wie gesagt, bin Also, mir der Technik noch nicht ob's so vertraut. nur bei der GoPro das Mikro könnte sein, dass es geht. Wo es nicht geht, ist Media Mod. Der Media Mod hat ja noch ein extra Mikro. Und da kannst du nur einstellen, glaube ich, Front- oder Heckmikro. Deswegen bietet sich halt so ein Lavalier immer ganz gut an, ne? Ja. Oder kann ich auch nur einen Tipp geben? Rode, nee, stopp, habe ich jetzt noch bestellt und zwar GoPro, will ich mal testen. Media Mod, weil der Media Mod ermöglicht dir ja diesen 3,5 Klinkeanschluss, wenn wir jetzt von der GoPro 9 reden. Und dann hast du Ja, oben drauf genau. so einen Schuh, wo du was draufschieben Ja. kannst. Und dann machst du das Rode to go drauf. Dieses kleine Mini-Richtmikro. Ja, Meinst du also so das? klein ist das gar nicht, aber das ist Ja, normalerweise ist fürs. auch so. Genau, für So müsste es sein. Systemkameras und so weiter. Genau, das kannst du auch auf die GoPro machen, oben auf den Musst Dings. du aber aufpassen mit dem, wie hieß? Der hier, mit dem Windwimpel. Weißt du, was ich meine? Ja. Mit dem Buschel. Das Einzige, was ich nicht weiß, das will ich da ausprobieren bei dem To Go, bei dem Rode, wenn ich das oben drauf mache, bin ich mir nicht sicher, ob es auf der Kamera mit ist, weil die ja einen Weitwinkel hat. Also ohne den Puschel siehst du es nicht. Okay. Aber mit Puschel geht es schon ein bisschen mit rein. Ah, naja, mal schauen, wir werden es probieren. Ja, klar. Das geht heuer. Der Mais ist heuer noch nicht recht berauscht. Der ist einmal zu kalt gewesen. Wir haben hier so nie mehr wie 25 Grad gehabt. War dann auch nie mehr wie 15 was. Und ja. Ich sag's gleich, Aber ich ja. Ist weiß jedes Jahr noch recht warm. Wir haben ja 10 Hektar Mais, sonst haben wir immer 7, 8 gehabt. Da haben wir gleich ein wenig mehr, dann kriegen wir ziehen uns gleich noch ein wenig Genau. Ja, ich wollte dann eigentlich jetzt auch nicht einmal so ein kleines Update geben, dass es mehr noch gibt. Weil jetzt trotzdem lang nichts mehr gemacht haben. Aber wird jetzt wieder ein wenig mehr werden, wenn wieder ein wenig mehr Arbeit ist und mir geht es auch wieder besser. Genau. Ja, dann möchte ich mich bedanken fürs Zuschauen und für die kleine Runde mit dem Dullefassl, dass ihr mitgefahren seid. Und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Na, für dich. Sehr geil. Ja, ist auf jeden Fall immer eine kleine Herausforderung. Wie gesagt, schaut gerne vorbei. Link ist unten in der Videobeschreibung. Da gibt es auch noch einige andere Videos, die ihr euch anschauen könnt. Und wir sind erstmal raus. Vielen, vielen Dank. Bis dahin. Tschüss und ciao. Ciao.